Wunderbar, so ein Paar, Peterson und Findus, wohnen tief im Wald in einem kleinen Haus. Und im Stall überall gackern freche Hühner, kommt und teilt die Abenteuer mit den zwei. Denn sie sind stets wohlgelaunt, kommt mit und staunt. Also mal sehen. Verloren gegangen. 12 Buchstaben. Peterson, erzähl mir eine Geschichte. Erzähl mir, wie ich mal verschwunden bin. Nicht jetzt, Findus. Ich sitze doch gerade an diesem Kreuzworträtsel. Verloren gegangen. Verschwunden! Das war richtig. Verschwunden. Du denkst, es war richtig, dass ich verschwunden bin? Aber du bist doch gar nicht verschwunden. Du bist hier und störst mich beim Kreuzworträtsel. Als ich noch klein war, meine ich doch. Oh, ach ja. Aber die Geschichte habe ich dir doch schon so oft erzählt. Ich will sie aber noch mal hören. Na schön. Also damals, da war das so. Es war einmal ein alter Mann namens Peterson. Er lebte in einem kleinen Haus auf dem Land und war so zufrieden, wie man als einsamer alter Mann eben sein konnte. Ach, hätte ich nur jemanden, mit dem ich reden könnte. Er konnte natürlich immer ein Schwätzchen mit seinen Nachbarn halten. Oh, eins kann ich dir sagen, Peterson. Als Landwirt hat man's gar nicht leicht. Es muss doch Spaß machen, den ganzen Tag mit deinem Schwein Tauziehen zu spielen. Aber die Nachbarn hatten ihre eigenen Probleme, mit denen sie fertig werden mussten. Hilfe! Hilfe! Und wenn es Abend wurde, konnte es in Petersons kleinem Haus sehr einsam und still sein. Was du brauchst, ist eine Frau, die dich ein wenig aufmuntert. Nein, ich bin zu alt und hab so meine Eigenheiten. Ich brauch niemanden. Oh doch, du brauchst jemanden. Nein, bestimmt nicht. Ich komm schon klar. So, Peterson, jetzt hast du ein bisschen Gesellschaft. Also ich weiß nicht, was könnte das sein? Findus grüne Erbsen? Und sie quieken auch noch diese Erbsen? Miau. Hallo, Findus. Findus, grüne Erbsen. Ich heiße Peterson. Und das ist meine Küche. Hier kannst du ab jetzt wohnen, wenn du willst. Wie wär's mit Kaffee? Oh, sehr gern. Ich meinte die Katze. Oh, verstehe. Nein, weißt du, Katzen mögen keinen Kaffee. Sie hätte wahrscheinlich lieber ein bisschen Milch. Und vielleicht will sie auch eine Kleinigkeit essen. Hunger scheint sie zu haben. Oh. Endlich hatte Peterson jemanden, mit dem er reden konnte. Und er redete so viel wie nie zuvor. Und da gab es meinen Bruder und meine Mutter und meinen Vater. Und dann gab es noch Frau Mu, die Kuh. Und dann gab es noch mich. Und das waren harte Zeiten, vor allem, wenn man gern Kartoffelbrei mochte. Die Kartoffeln waren so hart, die musste man mit einem Vorschlaghammer zerstampfen. Apropos Vorschlag, meine Großtante machte mir als erste den Vorschlag, Hühner auf meinem Hof zu halten. Ach ja, und da war noch der Onkel, der trug immer einen dicken braunen Mantel. Oh, du liebe Zeit, ich plappere zu viel. Miau. Wenn ich so weitermache, fängst du am Ende auch noch an zu plappern. Miau. Und so kam es. Miau. So eine Hose will ich auch. Was hast du gerade gesagt? Genau so eine Hose will ich auch. Na gut, die sollst du haben. Dann will ich dir mal gleich so eine nähen. Ja, damit müsste es gehen.
ich den Verstand verloren oder kannst du tatsächlich reden? Was hast du gesagt? Ach du meine Güte, da habe ich mir einen lustigen Vogel eingehandelt. Lustiger Vogel? Ich heiße Findus und bin ein Kater. Was? Petterson, steh endlich auf und zieh dich an. Zieh du dich erst mal an. Bitte sehr. Ui! Yippie! Juhu! Nein, du dummer Kater. Noch nicht so. Oh, ich stecke fest. Petterson! So geht das. Und eines Tages schaffst du das bestimmt ganz allein. Das muss ich gar nicht, Petterson. Ich behalte die Hose Tag und Nacht an. Von jetzt an, dachte der alte Mann, muss er sich nie mehr einsam fühlen. Oh. Ich komme! Hallo, Findus, wo bist du? Oh. Hallo! Was bin ich nur für ein alter Narr? Kann nicht mal auf eine Katze aufpassen. Findus? Würde mich gar nicht wundern, wenn er weggelaufen ist und sich einen besseren alten Mann sucht. Oh. Findus! Wo bist du? Petterson findet mich hier bestimmt nicht. Und bald hat er mich vergessen und dann sucht er sich wahrscheinlich eine bessere Katze als mich. Oh, und das Monster denkt jetzt bestimmt, dieses kleine Kätzchen schmeckt mir am besten mit einem Stückchen Butter. Wenn ich jetzt laut rufe, dass ich hier bin, kann mich das Monster da draußen auch hören. Und dann kommt es und frisst mich auf, bevor Petterson mich retten kann. Nein, ich habe zu viel Angst. Und hier sucht Petterson mich bestimmt nicht. Aber wie wollt ihr das denn anstellen? Petterson hat gesagt, dass er euch Mugglers nicht hören und nicht sehen kann. Habt ihr Findus gesehen? Ja, er war hier. Was? Wirklich? Wann? Ich glaube, es war gestern oder letzte Woche. Oder war es im letzten Winter? Hoffentlich ist er nicht allein in den Wald gelaufen. Oder runter zum See! Was ist das? Wieso sind meine Schuhe? Wollten die vielleicht ohne mich rumlaufen? Und meine Socken? Als würden sie mir einen Weg zeigen wollen. Aber ich muss doch runter zum See und Findus suchen. Das sind bestimmt die Mugglers. Ach, du schleichst wieder hier rum, du frecher Dachs. Ich bin kein Frecher.
frech, Dennis. Ich hab gar nichts gemacht. Ich bin nicht rumgeschlichen. Ich wollte mich nur ein bisschen umschauen. Findus, bist das wirklich du? Wer denn sonst? Ein lustiger Vogel? Peterson, das Monster wollte mich aufessen. Ach, der alte Dachs würde dir nie was tun. Und ich dachte schon, du wärst fort und hast dir einen besseren alten Mann gesucht. Und ich hab gedacht, du hast mich schon vergessen und dir eine lustigere Katze zum Spielen gesucht. Keine Katze könnte lustiger sein als du. Nein, und es gibt auch keinen besseren alten Mann als dich. Komisch, dass mir die Schuhe und Socken, die du ausgelegt hast, nicht gleich aufgefallen sind. Das war ich gar nicht. Das waren die Mucklers, damit du weißt, wo du mich suchen musst. Ab jetzt werde ich mich niemals mehr einsam fühlen. Ich hab Nachbarn, Hühner, Mucklers. Und mal sehen, war da nicht noch jemand? Du hast mich! Natürlich, und ich habe eine kleine Katze. Ja, so war das. Und die beiden leben glücklich und zufrieden bis zum heutigen Tag. Aber natürlich tun sie das. Und weißt du auch warum, Peterson? Nein, warum? Die kleine Katze, das bin ich. Ja, das stimmt. Aber so klein bist du jetzt nicht mehr. Nein, und ich habe auch keine Angst mehr vor dem Dachs. Wir sind jetzt Freunde. Ja, darin bist du gut. Du kannst fast mit jedem Freundschaft schließen. Ja, aber mein allerbester Freund bist du, Peterson. Und du meiner, Findus. So ist das.